dass ihr da seid. Ich freue mich so sehr, mit euch diesen Plunderteig teilen zu können. Das ist was ganz Klassisches, das ich damals in der Ausbildung gelernt habe. Das wird heutzutage nicht mehr so oft hergestellt, obwohl das eigentlich gar nicht so schwierig ist. Deswegen möchte ich das unbedingt mit euch teilen. Ich weiß, es gibt fertigen Plunderteig. Selbstgemacht ist aber natürlich immer noch am schönsten und ist auch gar nicht so aufwendig. Passt auf. Das Erste, was ich da habe, sind 2 Blätter Backpapier. Das habt ihr ja gesehen. Und auf das eine habe ich mir eine bestimmte Größe an Rechteck markiert. Und die Markierung habe ich jetzt auf die andere Seite gelegt, sodass meine Butter diese Markierung nicht berührt. Das ist ganz wichtig. Wir wollen ja nicht die Tinte von dem Kuli in unserer Butter haben. Das heißt, Markierung auf die andere Seite drehen und dann schnappt ihr euch eure Butter. Die Butter darf nicht ganz hart und nicht ganz weich sein. Das ist relativ schwierig. Wenn die zu weich ist, ist das voll die Matscherei. Wenn die zu hart ist, kriegt ihr das nicht so zusammengerollt, wie ihr das jetzt gleich machen müsst. Das heißt, holt euch die am besten eine Stunde vorher raus, damit die noch leicht kalt ist. Und dann macht ihr halt das, was ich jetzt hier gemacht habe. Schneidet euch die in Stücke, legt euch die schon mal so grob in das Rechteck zusammen, dann sandwicht ihr das am besten mit dem anderen Backpapier, damit ihr zwar also oben und unten ein Sandwich an Backpapier habt und in der Mitte würdet ihr dann jetzt, so wie ich das hier mache, die Butter so rollen, dass ihr halt eine schöne gleichmäßige Platte bekommt. Natürlich müsst ihr da, oder bei mir ist es immer so, dass ich noch ein bisschen nachhelfen muss, also ein bisschen trimmen und ein bisschen Butter von rechts nach links und das Ganze halt noch ein bisschen zuschneiden. Aber alles in allem ist es eigentlich relativ einfach. Guckt nur, dass ihr auf jeden Fall weitestgehend in der Markierung drinnen bleibt. Wenn ihr rechts und links eventuell einen halben Zentimeter zu viel habt, dann ist es überhaupt nicht schlimm. Nur der größte Teil sollte natürlich in der Markierung sein. Wenn ihr das so schön ausgerollt habt, gebt ihr das bitte in die Kühlung für mindestens 2 Stunden, damit das wieder richtig, richtig fest werden kann. Und in der Zeit könnt ihr euch so langsam, ganz, 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 ganz langsam um den Hefeteig kümmern. Dafür braucht ihr Hefe, Mehl, Milch, habt ihr ja gesehen, Eier, etwas Zucker, Salz und was habe ich vergessen? Butter. So, ganz wichtig ist, dass alle Zutaten, die wir hier benutzen, dass die kalt sind, bis auf die Butter. Das heißt, guckt, dass ihr euer Mehl am besten abwiegt und dann für eine halbe Stunde oder so in den Kühlschrank stellt. Genauso wie eure Milch, die darf ausnahmsweise mal kalt sein und eure Eier dürfen auch ausnahmsweise mal kalt sein. Normalerweise möchte man ja eigentlich, dass bei Teigen immer alles auf Raumtemperatur ist, besonders bei Hefeteig, dass alles ein bisschen warm ist. Wir hier bei Plunder müssen aber darauf achten, dass alles schön kalt bleibt, damit die Hefe nicht aktiv wird. Und wie lange mit dem Teig arbeiten können, ohne dass es zu fluffig wird. Das heißt, lasst einfach alles relativ kalt miteinander verlaufen, bis ihr einen ganz normalen Hefeteig daraus bekommt. Das ist total ungewohnt, weil der sich kalt anfühlt, aber alles in allem ist es ein normaler Hefeteig. Nach so 5, 6, 7 Minuten in eurer Küchenmaschine, ihr könnt das auch per Hand machen, solltet ihr aber auf jeden Fall einen relativ geschmeidigen Teig bekommen. Nehmt euch den nochmal in einem Knubbel zusammen, gebt noch was Mehl drauf, legt den in eure Schüssel und die Schüssel mit dem Teig bitte wieder in die Kühlung für ungefähr 30 Minuten. In diesen 30 Minuten kann sich der Teig halt ein bisschen entspannen, damit ihr jetzt gleich besser damit arbeiten könnt. Was wir jetzt halt machen, wie ihr seht, ist, dass wir den Teig ausrollen. Wenn ihr nicht lang genug damit wartet, dann zieht sich der Teig so wie bei mir hier wieder zusammen. Das nennt man in der Fachsprache Schnurren, wie die Katze. Wenn der Teig sich so zusammenzieht, dann schnurrt der Teig und das liegt daran, dass der halt nicht lange genug entspannen konnte, relaxen konnte. Also falls das der Fall ist, wartet noch einen kurzen Moment und dann 2 Minuten später könnt ihr nochmal anfangen auszurollen und dann solltet ihr eigentlich good to go sein. Ihr seht, dass ich das einfach erstmal anfange auszurollen. Die Dicke ist nicht allzu wichtig, solange eure Butterplatte da drauf passt. Die habe ich mir jetzt aus dem Kühlschrank geholt, weil es bei mir heute super, super warm war. Ist die nicht allzu hart. Was ihr aber machen könnt, wenn ihr anfangt, den Teig auszurollen, die Butterplatte aus der Kühlung rausnehmen, damit ihr damit gleich arbeiten könnt. Ihr nehmt dann halt eure Sandwich-Backpapiere weg, legt die Butterplatte auf euren Teig drauf und jetzt müsst ihr das einfach nur einmal so grob einschlagen, so wie ich das jetzt hier mache. Guckt, dass ihr nicht allzu viel Mehl an eurer Butter und an eurem Teig habt, sondern dass alles schön direkt miteinander aneinander haften kann und das Mehl da nicht im Weg ist. Und dann drückt ihr einfach erstmal alles schön zusammen und guckt, dass ihr einigermaßen rechteckig bleibt. Das ist, ich weiß, das kann schwierig wirken, aber alles in allem ist das gar nicht so schwierig. Guckt halt nur, dass ihr einigermaßen rechteckig bleibt und dann könnt ihr anfangen, das Ganze jetzt wieder auszurollen, so wie ich das hier mache. Schaut auch hier wieder, dass ihr relativ rechteckig bleibt und dass ihr das Ganze eher etwas länglicher ausrollt, weil wir das Ganze jetzt tourieren müssen, falten müssen. Und da solltet ihr darauf achten, wenn ihr faltet, dass ihr nicht zu viel Mehl dazwischen habt. Das heißt, mit irgendeinem Pinsel am besten das Mehl so ein bisschen abstäuben, so wie hier. Und dann faltet ihr die Menge einmal wie so ein Brief
Und diese Brieffaltung, das ist eine einfache Tour. Wir machen gleich noch eine doppelte Tour, das ist ein bisschen anders, das zeige ich euch dann aber auch. Guckt nur, nachdem ihr das gefaltet habt, dass ihr das Ganze dann nochmal ausrollt und dann um 90 Grad dreht. Ihr seht ja auch jetzt hier, dass meine erste Faltung sozusagen um 90 Grad gewendet wurde und wir so jetzt halt noch weiter ausrollen können. Wenn ihr das Ganze nicht dreht, dann kann sich das einseitig wieder zusammenziehen und das ist auch wieder relativ knifflig. Was ich jetzt machen musste, dass ich eine kleine Kühlpause machen musste, weil es bei mir zu warm war und der Hefeteig zu weich geworden ist. Das heißt, wenn ihr zwischendurch kühlen müsst, tut euch auf jeden Fall den Gefallen. Es ist viel, viel einfacher, mit kaltem, festen Teig zu arbeiten, als wenn der so wabbelig und weich wird, weil die Butter so flüssig ist. Das heißt, ich musste 15 Minuten kalt stellen und jetzt geben wir noch eine doppelte Tour. Das heißt, wir tourieren, das heißt eine Tour geben. Dafür rollt ihr den Teig jetzt auch wieder relativ lang, länglich aus. Und anstatt jetzt diese Brieffaltung zu machen, die wir zweimal gemacht haben, machen wir jetzt eine doppelte Tour. Die ist etwas kompliziert. Auf dem Blog werde ich das ganze Rezept mit den Fotos auf jeden Fall auch nochmal erklären, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Bei einer doppelten Tour wird das Ganze aber halt, wie das schon selber sagt, sozusagen doppelt gefaltet und dadurch habt ihr eine noch stärkere Blätterung und das Ganze wird halt noch ein bisschen blättriger. So, und wenn ihr das touriert habt, dann seid ihr soweit eigentlich fertig und könnt mit dem Teig jetzt weiterarbeiten und machen, was ihr möchtet. Was ich damit machen möchte oder was ich vorhabe, das seht ihr dann am Sonntag. Ich werde mit euch 3 bis 4 verschiedene Plunderteilchen machen, sowas ganz Klassisches. In der Zeit, wo wir das jetzt aber wo wir darauf warten, habe ich meinen Teig in den Froster getan. Ihr könnt das locker vorbereiten für einige Tage. Packt das einfach nur wieder schön in euer Backpapier ein und mit einer Folie drum einfrieren. Und wenn ihr dann damit arbeiten möchtet, dann holt ihr das am besten Tag vorher raus oder 12 Stunden vorher raus und lasst es bitte unbedingt im Kühlschrank auftauen. Und an dem Kühlschrankpunkt machen wir dann nachher am Sonntag zusammen weiter. Ich freue mich schon auf euch. Lasst mich bitte wissen, wie es euch gefallen hat. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Alles, was ihr noch weitere wissen müsst, findet ihr auf dem Blog, genauso wie die Mengenangaben und die Rezepthinweise und alles Mögliche. Wer noch kein Abonnent ist, holt das hoffentlich ganz, ganz schnell nach. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns am Sonntag. Macht's gut, ihr Lieben!